Harold Lloyd hat viele Dinge geschaffen, die die Zeit überlebt haben, also viele Muster für eine moderne Komik und ist prägend auch für die Filmgeschichte und speziell für die Geschichte der Komik im Kino. Harold Lloyd. Er war der weltweit erfolgreichste Komiker der Stummfilmzeit. Ein Comedy-Star, der aus einfachen Verhältnissen stammte und sich Ruhm und Anerkennung hart erarbeiten musste. Harold Lloyds Leben und seine Filme spiegeln die klassische amerikanische Erfolgsgeschichte wider. Ein vom Tellerwäscher zum Millionärleben. Denn seine ebenso turbulenten wie innovativen Filme machten Harold Lloyd zu einem der vermögendsten und einflussreichsten Komiker, die es je gab. Dennoch sehen ihn heute viele hinter Charlie Chaplin und Buster Keaton nur als die Nummer 3 unter den großen Comedy-Genies der Stummfilm-Ära. Zu Unrecht. Harold Lloyd war nicht der drittbeste Komiker. Nein, 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 nein. Glauben Sie mir, Harold war niemals der Dritte bei irgendwas. Er war nicht nur so gut wie die anderen, er war sicherlich besser. Doch warum wollte Harold Lloyd besonders hoch hinaus? Was hat ihn angetrieben, immer und überall der Beste zu sein? Wer also war Harold Lloyd wirklich?